Die meisten Deutschen haben inzwischen ja begriffen, dass wir jetzt alle Abstriche machen müssen. Einige Deutsche leben von Abstrichen ja auch gar nicht so schlecht. Ja, im Gesundheitswesen ist das alles anders. Der gesunde Menschenverstand sagt doch, ich muss ja was einnehmen, damit ich ja was ausgeben kann. Der kranke Menschenverstand sagt, ich muss ja was ausgeben, damit ich ja was einnehmen kann. Der Patient gibt Geld aus, nimmt Medikamente ein und die Pharmaindustrie gibt Medikamente aus und nimmt Geld ein. Langfristig, hat sich herausgestellt, scheint das Einnehmen von Geld gesünder zu sein. Probieren Sie es mal. Lassen Sie sich bei der nächsten kleinen Depression einfach mal 500 Euro in bar verschreiben. Ja, es geht ja jetzt schon besser, Sie müssen das sehen, ne? Spontanheilung, ne? Ein Gesundheitswesen kann nicht alles leisten. Unseres hält die Pharmaindustrie gesund. Viele zittern vor der nächsten Stufe der Gesundheitsreform. Es trifft ja nicht die Ärzte allein. Auf jeden verhungerten Arzt. Und dieser Text, den ich gerade spiele, ist auch über 13 Jahre alt, meine Damen und Herren. So lange verhungern die schon in unseren Zeitungen. Das ist auch ein zähes Pack, kann ich Ihnen sagen. Auf jeden verhungerten Arzt kommt immer noch ein arbeitsloser Pharmareferent und zwei ruinierte Immobilienmakler. Das Schicksal der Zahnärzte rührt die Nation inzwischen zu Tränen. Das sind die ärmsten Schweine überhaupt. Zahnärzte, mühsam ernähren die sich von den Speiseresten, die wir zwischen den Zähnen zurücklassen. Dabei würden wir bei Einsparen in dem Bereich ja gleich doppelt sparen. Da hat die CDU ja völlig recht. Die CDU hat ja im Gesundheitskompromiss vom letzten Herbst durchgesetzt, dass der Zahnersatz aus den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung herausgenommen werden soll. Aber der Plan war, ab 2005 sollen sie Zahnersatz und Krankengeld separat versichern. Das ist jetzt aufgeschoben, haben sie heute gesagt. Ja, also es wird vielleicht erst übernächstes Jahr kommen, aber es wird kommen. Sie müssen das separat versichern. Das ist günstiger, wenn Sie das ohne Ihren Arbeitgeber separat versichern, den Zahnersatz. Ja, das ist günstig. Ja, nicht für Sie. Dummerle. Ja, das müssen Sie sich wirklich mal aufschreiben. Wenn Merkel oder Schröder sagen, es ist gut für Deutschland, sind nie Sie persönlich gemeint. Aber die Merkel hat es doch erklärt vor einem Jahr. Auf der Pressekonferenz nach der Einigung im Gesundheitskompromiss, da hat die gesagt, sie habe ausrechnen lassen, ich vermute von einem dreijährigen Unternehmensberater. Sie habe ausrechnen lassen, für 7,50 Euro im Monat kann man sich den Zahnersatz separat versichern lassen. Wenn das stimmt, habe ich damals gesagt, und die Merkel lügt mich ja nicht an. Warum haben die das nicht sofort gemacht? Warum sind nicht damals sofort alle Kassen hingegangen, haben für jeden von uns für 7,50 Euro im Monat eine Zahnersatzversicherung bei Frau Merkel abgeschlossen? Aber so blöd ist nicht mal die Merkel. Natürlich wird das teurer, ne? Jetzt 3 Monate vor der Einführung haben sie gemerkt, oh, da kommen noch 3 Euro Verwaltungsgebühr oben drauf. Und 7,50 Euro, glauben Sie an den Weihnachtsmann? Ja, vielleicht die ersten 6 Wochen als Schnupperangebot. Nach spätestens einem Jahr ist die Kasse wieder pleite, dann werden die Beiträge erhöht. Aber dafür sinkt der Beitragssatz für die Krankenkasse. Das hatten sie versprochen im Oktober. Ulla Schmidt hat letzten Oktober gesagt, ab Januar sinken die Beiträge. Wir machen ja viele Zumutungen, hat die Ulla Schmidt gesagt. Sie müssen die Praxisgebühr bezahlen, Sie müssen höhere Zuzahlungen für die Medikamente leisten, Sie müssen bei den Betriebsrenten den vollen Satz zahlen und den Zahnersatz separat versichern. Aber dafür sinkt der Beitragssatz um 1% ab Januar. Im Januar sagte Ulla Schmidt, also er sinkt nicht sofort. Auch nicht unmittelbar oder eigentlich. Aber sie war ganz stolz. Er steigt nicht, hat sie gesagt. Das ist Rot-Grün. Da säuft einer ab und die sagen, nee, Rettungskonzepte haben wir nicht, aber wir schütten nicht noch mehr Wasser drauf. Aber jetzt tun wir mal so, als wenn der Beitragssatz wirklich noch mal sinken würde. Wahrscheinlicher ist, dass wir das Endspiel der WM 2006 16-0 gewinnen. Aber tun wir so, als wenn der Beitrag um 0,4% sinken würde. Da sparen Sie 0,4% von Ihrem Bruttolohn. Das ist der, Entschuldigung, ich habe mich hinreißen lassen. Sie sparen nur 0,2% von Ihrem Bruttolohn. Die anderen 0,2% spart ja Ihr Arbeitgeber. Also Sie sparen 0,2% von Ihrem Bruttolohn und Ihr Arbeitgeber spart 0,2% von den Bruttolöhnen aller seiner Mitarbeiter. Und davon kann der seine Zähne separat versichern lassen. Die Ulla Schmidt glaubt, er stellt davon neue Leute ein. Ja.
Das ist aber auch ein joldisch Mätsche, sag ich Ihnen. Ob Sie von 0,2% Ihres Bruttolohnes Ihre Zähne versichern lassen können, hängt so ein bisschen davon ab, was Sie so verdienen. Als Arzthelferin, als Friseuse, als Verkäuferin, als Altenpfleger, als Taxifahrer bleibt vielleicht ein Zahnpflege-Kaugummi Monat über. Und da kommt der Westerwelle und sagt, es muss Schluss sein mit dem Sozialismus im Gesundheitswesen. FDP-Parteitag dieses Frühjahr. Westerwelle hat gesagt, Sozialismus wäre das doch. Gerade im Zahnbereich. Gucken Sie um. Der Mann hat recht. Alle haben hier alle Zähne im Maul. Für lau. Da haben Sie einen Anspruch drauf. Wie kommen Sie dazu? Das ist doch Sozialismus sowas, oder? Oder haben Sie auch einen Anspruch auf eine 5-Zimmer-Wohnung? Nee, wie kommen Sie dann auf einen Anspruch auf ein komplettes Esszimmer? Können Sie mir das mal erklären? Der Westerwelle sagt, wer im Apartment lebt, kommt doch mit 2 Eckzähnen klar. Was soll das jetzt? Der Westerwelle will mehr Eigenverantwortung in den Gesundheitsbereich bringen. Die Leute sollen wieder selber entscheiden, was ist mir, wie viel wert im Leben? Wofür bin ich bereit, was auszugeben? Da können Sie frei entscheiden. Jedes Jahr fahre ich dieses Jahr mal wieder in Urlaub oder lasse ich mir die Zähne machen. Sie können auch zum Ballermann fahren, da ist alles mit Strohhalm. Da brauchen Sie nicht mehr. Vielleicht treffen Sie da eines Tages sogar mal den Westerwelle, weil ihm doch noch mal einer die Fresse poliert hat. Langfristig bei den indirekten Kosten sparen wir noch mehr. Wenn Sie im Alter nicht mehr alle Zähne im Maul haben, können Sie nicht mehr alles beißen. Wenn Sie ab einem bestimmten Alter nur noch Pappbrei zu sich nehmen können, wie das von der Natur ja offenbar auch mal vorgesehen war. Ja, Ihr Herrgott wird sich da was bei gedacht haben. Die Beine fallen Ihnen ja auch mit 60 nicht aus. Wenn Sie ab einem bestimmten Alter nur noch Pappbrei zu sich nehmen können, kommen Sie mit sehr viel weniger Rente zurecht. Und die schlechtere Ernährung durch die kleinere Rente wirkt sich positiv auf die Länge der Rentenzahlungen aus. Vergessen Sie nie, man sagt, im Jahr 2030 oder 35 kommen auf einen Leistungsträger 2 Gebissträger. Auf welcher Seite werden Sie dann kauen? Das geht doch hier alles in die falsche Richtung. Was tun wir denn in diesem Land? Wir animieren Menschen zum Zähneputzen und wollen das Rauchen verbieten. Das ist volkswirtschaftlicher Schwachsinn. Sie hat schon begriffen, ne? Wir müssen Zahnbürsten verbieten und die Menschen zum Rauchen zwingen. 2x täglich 1 Packung, unter Aufsicht. Am besten gleich im Arbeitsamt. Der Konsum von Alkohol... Obwohl, warten Sie mal. Zahnbürsten verbieten, das ist kontraproduktiv, oder? Da putzen die Kinder heimlich. Nee, vergessen Sie das wieder. Nee. Wenn Sie es verbieten, wird's cool. Da kriegen Sie eine Zahnputzszene hinterm Hauptbahnhof. Da will ja noch keiner. Ne? Wo hast du die Bürste her? Von meinem Dealer. Aber der Konsum von Alkohol, von Tabak, von Süßigkeiten, der muss gesteigert werden mit allen Mitteln. Das schafft den Boom in der Industrie. Das schafft doch Arbeitsplätze. Arbeitsplätze, alles, was noch zählt, sind Arbeitsplätze. Ich schlage diesen Unsinn seit über 10 Jahren satirisch vor. Und jetzt machen die das. Zumindest denken sie so. Meine Gesundheitsministerin, Tritratrulla Schmidt. Die schönste Printe, die Aachen je hervorgebracht hat. Eine Frau, bei der ich nie weiß, ist die zuständig oder ist die ständig zu? Dazu ihr kongenialer Partner auf Oppositionsseite Horst Seehofer, der Erfinder der Hirnpirouette. Horst Seehofer steht im Fernsehen und sagt, ich halte das, was meine Partei beschlossen hat, für absoluten Unsinn. Aber ich setze das jetzt durch, in der Verhandlung mit der Regierung. Aber die Ulla Schmidt hat ihren geistigen Offenbarungseid schon letztes Jahr abgelegt. Es ging um die Erhöhung der Tabaksteuer. Sie erinnern sich, ursprünglich sollte Rauchen um 1 € pro Päckchen teurer werden, ab Januar 2004. Plötzlich hieß es, ja, nee, wir machen das in kleinen Schritten. Wir machen eine schrittweise Erhöhung jeweils um 33 Cent, damit die Leute sich auch 3-mal über die Regierung aufregen können wegen der Steuererhöhung. Das sind Strategen bei Rot-Grün. Jetzt wurde die Ulla Schmidt aber auch noch interviewt im Fernsehen. Frau Schmidt, warum machen Sie die Steuererhöhung in kleinen Schritten?
Rauchen ist ungesund und das Geld wird gebraucht. Warum nicht 1 Euro pro Päckchen mehr ab Januar 2004 wie geplant? Und da hat die Schmidt zur Begründung für die schrittweise Erhöhung wörtlich im Fernsehen gesagt, wir wollen das Ausweichverhalten der Raucher vermeiden. Um es mit Alfred Tetzlaff zu sagen, Sie haben die dusselige Kuh richtig verstanden. Die CSU hat es dann offen ausgesprochen auf der Pressekonferenz wenig später. Sie hat gesagt, wenn wir die Tabaksteuer zu sehr erhöhen, verlieren wir Arbeitsplätze in der Zigarettenindustrie. Was kann uns noch passieren? Wir haben Gesundheitspolitiker, die Angst haben, sie könnten aufhören zu rauchen. Bitte fangen Sie nicht an, gesund zu leben. Das kann Sie unser Land nicht leisten. Von was werde ich hier regiert? Die Faseln von Elite-Universitäten? Unter den Grundschulen können die Kinder nicht mal richtig Deutsch. In was für einer Welt leben die? Der Clement glaubt bis heute, wenn die Läden nur lange genug aufhaben, kaufen die Leute wieder mehr ein. Wir brauchen kein Geld, wir brauchen nur mehr Zeit. Ja, ja. Von was werde ich hier regiert? Braucht man einen Gendefekt, um Politiker zu werden? Oder was ich...